Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie recht herzlich begrüßt zu diesem spätnachmittaglichen Philosophie-Event zu dem Vortrag von Volker Gerhardt aus Berlin-Hamburg. Volker Gerhardt ist ein Referent, den man nicht vorstellen muss, und dennoch will ich zwei, drei Akzente setzen, um vielleicht das, was er uns heute Abend sagen wird, ein wenig einzuordnen. Volker Gerhardt gehört mit Sicherheit zu den profiliertesten Philosophen in der deutschsprachigen Gegenwart. Er ist ein Philosoph, der nicht nur hervorgetreten ist mit zahlreichen Arbeiten in philosophiehistorischer Perspektivierung, sondern er hat sich von den Philosophen der Vergangenheit immer zu eigenem systematischen Tun anregen lassen. Er hat sozusagen brennen gelernt aufgrund der Lektüre philosophischer Klassiker, mit denen er aber keineswegs unkritisch umgeht. Insbesondere der Klassiker, der uns heute Abend beschäftigen wird, Friedrich Nietzsche, ist einer, mit dem Herr Gerhardt doch häufig mal auch den einen oder anderen Strauß auszufechten hat. Herr Gerhardt hat in Frankfurt und in Münster studiert, hat dann seine akademische Karriere in Münster begonnen und mit einer ersten Professur dort auch angefangen, bevor er einen Ruf an die Sporthochschule nach Köln annahm, wo er die Philosophie ganz wesentlich geprägt, bestimmt hat. Aber es hat ihn dann da nicht gehalten. Nach der Wende kam eine Professur, ein Lehrstuhl in Halle. Aber auch Halle konnte sie auf Dauer nicht binden, was ich persönlich schade finde. Nein, es hat sie in die Hauptstadt des Märkischen Sandes nach Berlin gezogen, und dort haben sie an der Humboldt-Universität die Philosophie aufgebaut und sind jetzt noch als Seniorprofessor dort tätig. Herr Gerhardt hat eine große Fülle akademischer Funktionen ausgeübt, aber nie um der Funktionen selbst willen, sondern um der Sache willen. Ich greife nur ein Beispiel heraus. Er war lange Zeit Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und in dieser Eigenschaft verantwortlich für die großen wissenschaftlichen Projekte, die die Akademie betreut. Und Herr Gerhardt ist selbst in diesen Projekten, ich will nur eines nennen, nämlich die Edition der Werke Kants, maßgeblich beteiligt. Er ist als Wissenschaftsorganisator eine ganz zentrale Figur gewesen und ist es immer noch. Das Entscheidende ist aber, dass Sie es jederzeit geschafft haben in Ihrem akademischen Leben, sich nicht von der Wissenschaftsadministration auffressen zu lassen, sondern Sie haben immer als philosophisch systematischer Kopf das philosophische Publikum zu fesseln verstanden. Ich sagte vorhin schon, philosophiehistorisch beschlagen, angeregt, etwa durch Friedrich Nietzsche, dem auch die Habilitationsschrift gewidmet war, aber immer in der eigenen Denkabsicht. Ich will vier Motive Ihres systematischen Denkens benennen, und das erste Motiv, das schließt unmittelbar und zwar kritisch an Nietzsche an. Es ist das Motiv, das überrascht Sie vielleicht nicht als Philosophinnen und Philosophen, es ist das Motiv der Vernunft. Die Vernunft als kommunikatives Geschehen machen Sie stark gegen Friedrich Nietzsche, dem Sie eine Art von Leibfetischismus zu Unrecht nachgewiesen haben. Nietzsche als ein Autor, der zwar entgrenzt, aber mit dieser Entgrenzung auch immer wieder große Löcher in unser Denkgebäude reizt. Sie haben als ein Philosoph der Vernunft immer darauf bestanden, dass Philosophie auch systematisch sein müsse, dass Philosophie systematische Interessen zu verfolgen hat. Nahe bei Nietzsche sind Sie beim Begriff der Individualität. Die Individualität, die Sie als eine selbstreflexive Individualität verstehen und nicht als etwas, was monadisch atomar sich vollzieht. Als Individuen sind wir jeweils soziale Wesen.
Wir sind aber nicht soziale Wesen in einem entgötterten Raum, und das bringt mich zu einem tragenden Motiv Ihrer jüngsten Bücher, zum Motiv der rationalen Theologie oder der Gottesverwiesenheit unserer Existenz. Sie haben den Mut, gerade auch aus Ihrer kritischen Beschäftigung mit Nietzsche heraus, philosophisch eine ambitionierte rationale Theologie oder eine philosophische ein philosophisches Religionsdenken wieder einzufordern, wie es lange Zeit als völlig unmodisch galt. Und Sie tun das mit Entschiedenheit, ohne sich dogmatisch festzulegen, aus der Tradition der protestantischen Selbstvergewisserungsbemühungen heraus. Wir sind sehr gespannt, was Sie uns im Oktober an der Tagung in Naumburg, die sich mit Nietzsche und Reformation beschäftigen wird, in diesem Horizont sagen werden. Der vierte systematische Punkt, den ich in Ihrem philosophischen Oeuvre jüngerer Zeit hervorheben will, ist der Punkt der Partizipation. Volker Gerhardt ist ein eminent politischer Denker. Er ist, soll ich sagen, Gott sei Dank, politischer Denker geblieben, weil Sie hatten auch einmal die Versuchung, selbst zum Politiker zu werden. Und ich danke es sehr dem Wählerwillen, dass Sie der Philosophie erhalten geblieben sind und nicht etwa ins politische Tagesgeschäft haben hineingehen müssen. Der Punkt der Partizipation ist für Volker Gerhardt zentral in unserer Selbstverständigung in der Moderne. Und mit diesem Punkt würde ich gerne Ihnen das Wort geben. Wir hoffen, heute Abend partizipieren zu können an Ihrem philosophischen Denken. Und nachher gibt es natürlich in der Diskussion auch die Gelegenheit, dass Sie aktiv partizipieren. Herr Gerhardt, darf ich Ihnen das Wort geben? Lieber Herr Sommer, ich danke Ihnen für diese Einführung. Wenn sie nicht so positiv und zu positiv wäre, hätte ich Ihnen jetzt noch länger zuhören können. Aber richtig ist, dass wir, auch ich besonders, dem Wählerwillen gedankt habe, dass ich dieses Amt in Hamburg als Wissenschaftssenator nicht übernehmen musste. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie wissen, habe ich aus der Ferne die Entwicklung in Freiburg ein wenig mitverfolgt. Und so ist mir nicht entgangen, dass die Philosophie am Ort gestärkt aus der Debatte von vor 2 Jahren hervorgegangen ist. Es kommt nicht nur entgegen anderslautenden Zeitungsberichten zu einer Wiederbesetzung der Professur, die einstmals Husserl und Heidegger, sondern auch Werner Marx und Gerold Prauß innegehabt haben. Außerdem gibt es bemerkenswerte Bemühungen, erstmals nicht nur die Kultur, sondern auch die Technikphilosophie in Freiburg zu verstärken. Da dazu auch der Aufbau eines europäischen Nietzsche-Zentrums gehört, habe ich mich veranlasst gesehen, heute über Nietzsche und die Technik zu sprechen. Und dabei zugleich auf eine Innovation aufmerksam zu machen, die nicht nur die Nietzsche-Forschung beachten sollte, denn die Stellung, Verfassung und die Funktion des menschlichen Bewusstseins hat damit zu tun, was landläufig aber verkannt wird, weil das Bewusstsein immer noch als ein rein subjektives, rein hinter der Stirn des einzelnen Individuums liegendes Vermögen oder Fähigkeit verstanden wird. Dass die Individuen organisch verfasste, also leibhaftige Wesen sind, die in ihren spezifisch menschlichen Eigenschaften primär in ihren kulturellen Leistungen zu erkennen sind, wird dabei in der Regel übersehen. Nietzsche ist, so kann man sagen, ursprünglich von der leiblichen Konstitution des Menschen ausgegangen und war dennoch von dessen kultureller Verfassung überzeugt. Es kann daher nur überraschen, dass er dem in seiner eigenen Konzeption des Bewusstseins erst vergleichsweise spät und leider nur punktuell Rechnung getragen hat. An dieser Überraschung, meine Damen und Herren, möchte ich Sie teilhaben lassen. Dabei bitte ich vorab
um Entschuldigung, wenn einleitend so viel von der Geschichte des Verhältnisses von Philosophie und Technik die Rede ist. So viel, dass Sie vermutlich fürchten, mir sei entfallen, doch eigentlich einen Nietzsche-Vortrag halten zu wollen. Mir liegt daran, zu illustrieren, dass Nietzsche auch in scheinbar entlegenen Fragen für Überraschungen gut ist. Und wenn ich dabei etwas länger bin, dann habe ich jetzt, ich hatte erst ein schlechtes Gewissen, als Sie herkamen, ein etwas besseres, weil es hier wenigstens kühl ist. Und sie ist hier, das sage ich vorab, denjenigen, die früher gehen möchten, hier viel besser ist im Augenblick, besser auszuhalten als draußen. Blickt man, meine Damen und Herren, auf die magistralen Fragen der Philosophie, scheint die Technik keine Rolle zu spielen. Im Kanon der großen Titel und Themen kommt sie nicht vor. Im Mittelalter gibt es einige ihr gewidmete Abhandlungen und mit dem Aufbruch in die Neuzeit bleibt sie oft gar nicht sichtbar im Hintergrund der großen handwerklichen, künstlerischen und wissenschaftlichen Erfolge. Die werden zwar von den Philosophen nicht übersehen und es gelingt ihnen, vornehmlich mit Blick auf ihre eigene Methode, beachtenswerte Einsichten zu formulieren, die aber sind nicht auf die Technik als solche bezogen, sondern äußern sich vornehmlich zu dem, was daraus für die Ethik, die Wissenschaften, die Künste oder aber auch gelegentlich für die Zukunft folgt. Das ist nicht wenig, erfüllt aber nicht die Bedingungen einer Beschäftigung, die klären könnte, was Technik qua Technik leistet und was sie in ihrer Beziehung zur Natur, zur Kultur und zum menschlichen Dasein überhaupt bedeutet. Im neuzeitlichen Denken haben die Überlegungen zur Methode ihren besonderen Rang. Gleichwohl werden sie nur selten mit der die menschliche Welt nicht nur äußerlich verändernden, sondern sie auch im Inneren durchdringenden Leistungen der Technik in Verbindung gebracht. Was sie dabei zum Ausdruck bringen kann, kam kaum über das hinaus, was die antiken Denker bereits an Erkenntnissen hinterlassen haben. Angesichts der unerhörten Erfolge in der Welteroberung und Weltvermessung, in der Verkehrs- und Waffentechnik, in der Astronomie, der Medizin sowie überhaupt in Kunst und Wissenschaft, hätte man wenigstens eine disziplinäre Anerkennung der Beschäftigung mit der Technik erwarten können. Doch die erfolgt erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Als die zur Ausbildung von Ingenieuren gegründeten technischen Hochschulen sich zunehmend darum bemühten, als Universitäten anerkannt zu werden, ergänzten sie ihr Fächerspektrum um die Sozial- und Geisteswissenschaften. So etablierte sich die Philosophie in einem institutionellen Umfeld, in dem sie sich herausgefordert sah, auch über die Technik nachzudenken. So hat, wie das so oft ist, ein äußerer Anstoß dazu geführt, einen Blick ins Innere freizugeben. Tatsächlich war die Technik von jeher im Kontext der jeweiligen Sachfragen behandelt worden. Die Künste, die ja weitgehend eine Technik sind, machen da keine Ausnahme. Die Rhetorik wurde schon in der Antike in eigenen Schulen gelehrt. Später wurde sie zum Teilgebiet der Artes Liberales, die ihren exponierten Ort in Fakultäten der mittelalterlichen Universität fanden. Auch Fragen der Architektur, der Musik, der Poetik sowie später auch der Malerei wurden im Rahmen ihrer jeweiligen Ausbildung und Ausübung behandelt. Kaum jemand aber hat sich Gedanken über die unabsehbaren Folgen der Erfindung des Buchdrucks gemacht. Satz, Druck und Vertrieb forderten das philosophische Denken offenbar nur mäßig heraus, obgleich die neue Technik der Hoffnung auf Bildung möglichst aller Menschen ungeahnten Auftrieb gab. Der Humanismus kam zu seiner ersten epochalen Blüte und es gab auch keinen Zweifel an der auslösenden Funktion des Buchdrucks. Die große Zahl kunstvoller Abbildungen der Setzer und der Drucker in ihren Werkstätten an ihren neuen Maschinen lässt erkennen, wie groß die Bewunderung für die neue Technik in sachlicher Hinsicht gewesen ist. Zum Gegenstand einer grundsätzlichen Reflexion ihrer Funktion als technisches Mittel überhaupt wird sie aber nicht. So ist es noch etwa drei Jahrhunderte lang geblieben.
Erst Dampfmaschine, mechanisierter Webstuhl und eine fabrikmäßig vorangetriebene Arbeitsteilung haben zu einer spezialisierten Sicht auf die neuen Techniken geführt. Doch es waren zunächst die gesellschaftlichen Folgen der neuen Technik und weniger die in der Technik selbst wirksamen Faktoren, die das Interesse der Theoretiker auf sich zogen. Also kann es nicht überraschen, dass Disziplinen, die sich mit der Technik des menschlichen Verhaltens befassten, also ohnehin schon darauf bezogen waren, wie Pädagogik, Psychologie oder Ökonomie, eine Schlüsselstellung in der Erschließung der Eigenart der Technik zukommt. Aber sie hat auch hier die Tendenz, sich hinter ihren Leistungen zu verstecken. Selbst Kant, dem wir grundlegende Einsichten in den technischen Aufbau des Denkens, des Vorstellens, des Entscheidens, in den technischen Aufbau überhaupt des Lebens selbst verdanken, wäre wohl nicht auf die Idee gekommen, eine Kritik der Technik zu schreiben. Für Hegel gilt das entsprechend: Phänomenologie und Logik enthalten tiefe Einsichten in die Funktionsweise der Technik, die aber nur bei einigen seiner Leser, unter ihnen Marx, Feuerbach und nur wenige andere, Spuren hinterlassen haben. Einen durchschlagenden Eindruck macht die Hegel-Lektüre auf einen altphilologisch gebildeten Geographen mit Namen Ernst Kapp, über dessen 1877, also in der Zeit, in der Nietzsche besonders produktiv war mit Menschliches, allzu Menschliches, in der also 1877 publizierten Grundlinien einer Philosophie der Technik, dieses Buch hätte Epoche machen können, doch es findet kaum Beachtung. Zwar erfährt es vereinzelt hohes Lob, wird aber nicht zuletzt wegen seiner angeblichen Anleihen bei Schopenhauer und Eduard von Hartmann geächtet und bleibt im Schulkontext der Philosophie ohne jede Wirkung. Das ist erstaunlich, denn die Universitätsphilosophie befasst sich eingehend mit den Techniken der Logik, der Hermeneutik, der Psychologie und auch der Phänomenologie. Mitte der 30er Jahre ist es für den späten Husserl dann eine Entdeckung, dass alles dies auch Techniken sind. Hinzu kommt die Lebensphilosophie, die nach dem Vorbild Schopenhauers und Nietzsches in denkbar größter Technikferne betrieben wird. Niemand beachtet, dass die Überwindung der teleologischen Naturauffassung, die Darwins Evolutionstheorie möglich gemacht hat, mit einem neuen technischen Verständnis des Verhältnisses von Mittel und Zwecken verbunden ist. Doch statt sich auf das rationale Technikmodell im Organismusbegriff Kants und Hegels zu beziehen, neigt man einem romantischen Begriff des Lebens zu und sucht nach ästhetischen Übergängen zwischen Leben und Kultur. Eine Wende hätte Ernst Cassirer bringen können, der den rationalen Techniken im Erkenntnisprozess der Renaissance und der Moderne nachgegangen ist und dann in seiner Philosophie der symbolischen Formen aufzeigt, wie Mythos und Logos in der Logik gleicher Verfahren verbunden sind. Allein vor diesem Hintergrund kann er grundlegend Neues über die Technik sagen. Cassirer nimmt den Anstoß von Ernst Kapp auf und führt ihn produktiv fort, während die viel zitierten Größen der deutschen Sozialphilosophie ihr von ihnen selbst verachtetes Bildungsbürgertum in einer theoretischen Verachtung der Technik fortleben lassen. Sie schenken ihr keinerlei Beachtung, es sei denn, sie behandelten Fragen der musikalischen Kompositionslehre oder verteidigen eine Dialektik, von deren Bedeutung sie, wie ich jedenfalls meine, nur wenig verstehen, oder sie bewerten gesellschaftliche Erscheinungsformen als Kulturindustrie oder Ideologie. Cassirer, der einzige prominente Philosoph, der schon 1928 dem Narzissmus offen und mit entschiedenem Bekenntnis zum Rechtsstaat und zur Demokratie entgegengetreten war, wird 1933 vertrieben und stirbt hochgeehrt im amerikanischen Exil. In Deutschland bleibt er hingegen mit erkennbarer Hartnäckigkeit vergessen. Wollte man die Gründe dafür nennen, fiele das für die Nachkriegsphilosophie in Deutschland jedenfalls nicht günstig aus,
denn die dominierenden Philosophenschulen waren der innovativen Originalität dieses Denkers, verzeihen Sie, einfach nicht gewachsen. Das ließe sich am Unverständnis gegenüber Cassirers These von der Gleichursprünglichkeit von Wissen und technischer Leistung zeigen. Gleichursprünglichkeit von Wissen und technischer Leistung. Die von Cassira noch gar nicht mal ins Zentrum gerückten Einsichten über die Technik waren es immerhin, die ihm von den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts an zu großen Vorteilen, zu großen, ohne große Vorurteile urteilende Leserschaft verhalf. Verzeihen Sie. Also erst sehr spät kam er zu Lesern. Wenn ich sage des vorigen Jahrhunderts, meine ich natürlich das 20. Jahrhundert. Und da haben dann in der Tat die Technikphilosophen an den technischen Hochschulen eine große Rolle gespielt. Und aus der Universitätsphilosophie kenne ich nur einen, der darauf besonders eingegangen ist und ohne Vorbehalte gewirkt hat. Das ist Hans Blumenberg. Bedenkt man, meine Damen und Herren, wie sehr die Technik die Lebenswirklichkeit in den modernen Gesellschaften prägt und wie wenig sich dazu bei den Philosophen findet, könnte man alles Vertrauen in den Realitätsgehalt der neueren Philosophie verlieren. Und stellt man in Rechnung, welchen offensichtlichen Anteil die Technik bereits an der Entstehung der menschlichen Zivilisation hat, könnte man den Eindruck haben, die Philosophie wollte sich von Anfang an eine Beschäftigung mit den elementaren Leistungen der menschlichen Weltbewältigung gar nicht befassen oder wollte sich ihr entziehen. Zwar wird man den älteren Philosophen nicht vorwerfen wollen, dass sie noch nichts von der Bedeutung des Werkzeuggebrauchs in der frühmenschlichen Menschwerdung wussten, dafür aber hatten sie eine durchaus ursprüngliche Erfahrung aus dem reflektierten Umgang mit den Techniken des Lernens, des Wissens und des Überzeugens, Stichwort Rhetorik. Sie hat überdies die Ethik als eine Lebenstechnik auf den Weg gebracht, ebenso die Verfahren des Erkennens in Topik und Logik. Nur hat sie aus dem Nachdenken über die Gemeinsamkeiten der teils äußeren, teils inneren Verrichtungen kein Traditionen und vor allen Dingen kein disziplinenbildendes Denken gemacht. Immerhin war den antiken, mittelalterlichen und den frühneuzeitlichen Denkern das technische Konstituenz ihrer eigenen Tätigkeit bewusst. Aber dass der Philosophie des 20. Jahrhunderts erst am Beispiel Husserls Methodenverständnis vor Augen geführt werden musste, wie sehr auch die intellektuellen Leistungen des Menschen auf Techniken beruhen, ja, genauer gesagt, selbst Techniken sind, zeigt die Technikferne unseres technischen Zeitalters. Man könnte die gleichermaßen äußere wie innere Distanz der Philosophie auch daran illustrieren, dass es einem vielgerühmten Denker des 20. Jahrhunderts bis heute als Leistung zugerechnet wird, die Technik als Gestell gedeutet zu haben. So wenig man in Heideggers altertümelnder Begrifflichkeit etwas völlig Falsches sehen darf und sich auch vor allen Dingen durch sie nicht täuschen lassen darf, und so viel seine Interpreten auch hineinzulesen vermögen, der Ausdruck Gestell verfehlt den nicht nur im Denken selbst wirksamen, sondern vielmehr das Denken erst allererst ermöglichenden, eben auch schon die Technik des Geistes konstituierenden Impuls der Technik. Um den geht es, wenn es gilt, die bis in sein Selbstverständnis reichende technische Verfassung des Menschen kenntlich zu machen. Heute wird uns die Einsicht in den Zusammenhang des menschlichen, der menschlichen Selbsterkenntnis und des Selbstverständnisses mit der Technik aufgezwungen. Die digitalen Medien reichen mit ihrer Reproduktion und Simulation nicht nur bis in das menschliche Bewusstsein hinein, sie beschleunigen auch dessen Wirksamkeit und perfektionieren seine Leistungen auf dramatische Weise. Dramatisch, weil bereits die kurzfristigen Folgen unabsehbar sind und auf längere Sicht die Befürchtung nähren, sie könnten ohne die steuernden und gestaltenden Prämissen und die Präsenz
ihrer User auskommen. Menschen würden dann nur noch als zahlende Konsumenten von Interesse sein. Dass dies freilich nicht alles sein kann, sollte man vernünftigerweise gleich hinzufügen. Angesichts der Schwierigkeit, die Bedeutung und die Zukunft der digitalen Medien einzuschätzen, könnte es hilfreich sein, sich einiger genuin philosophischer Zugänge zur Technik anschaulich zu machen. Und hier sollte man auf diejenigen achten, die da wenigstens in einzelnen Punkten vorhergegangen sind und das wieder aufgenommen haben, was in der antiken Philosophie, und da nehme ich das Stichwort Partizipation auf, als Teilhabe wahrgenommen worden ist bei Platon, bei dem eben das Politische bis in seine Erkenntnistheorie hineinreicht. Und der hat in der Tat etwa im Mythos des Protagoras gezeigt, wie stark die Technik an dem beteiligt ist, als was sich Menschen verstehen. Dem Zeitgeist näher als Platon liegen Kant und Hegel, Ernst Kapp und Max Eid, ein Denker, den man auch erwähnen könnte aus dem ersten Jahrzehnt, sowie die schon erwähnten Cassirer und Blumenberg. Es gibt aber auch einen bislang nicht genutzten Zugang, den uns, und jetzt endlich komme ich zu meinem Thema, den uns Nietzsche eröffnet. Der Denker, der, wie es scheint, sich überhaupt nicht zur Technik geäußert hat. Ich will erst gar nicht so tun, als würde ich hier eine Sensation vortragen. Im Gegenteil, wir sind von Nietzsche derart viele Sensationen und Provokationen gewöhnt, dass es wohltuend ist, bei ihm einmal auf etwas zu stoßen, das seinem exaltierten Renaissancismus keinen Anlass gibt, den Sirenengesang der Umwertung anzustimmen. Gleichwohl ist die Wende, die er mit schier unglaublicher Beiläufigkeit einleitet, wichtiger als alles, was er mit den Prophetien seiner Philosophie der Zukunft an Umwälzungen propagiert. Hier sehen Sie ja so mal, wie ich ihn kritisiere und zugleich lobe. Für den Leser seiner zu Lebzeiten publizierten Schriften scheint die Technik für Nietzsche gar keine Rolle zu spielen. Der Autor fährt mit der Eisenbahn durch Europa, mit einem Vehikel, von dem noch in der ihm vorangehenden Generation befürchtet wurde, es führe zwangsläufig zu Trübungen des Bewusstseins. Er nimmt, wenn auch nur als Reservist, an einem hochtechnisierten Kriegsgeschehen teil, vertraut auf die Post, kann ohne Brille so gut wie gar nichts sehen, versucht es deshalb sogar mit einer Schreibmaschine und ist unablässig den neuesten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen auf der Spur, von denen man in neuartigen, völlig neuartigen, illustrierten Publikationen lesen kann. Vermutlich sucht er kein Geschäft so häufig auf wie die örtlichen Apotheken, für die im 19. Jahrhundert der Anspruch galt, auf dem neuesten Stand der medizinischen und pharmazeutischen Einsichten und Fabrikation zu sein. Aber die Technik, die alles dies erst möglich macht, davon ist, so scheint bei Nietzsche nichts da, was ihm ein Interesse abverlangt. Freilich, es gibt Ausnahmen. Einmal rügt er die Hybris unserer Stellung zur Naturvergewaltigung mit Hilfe der Maschinen, einschließlich der sie ermöglichenden, ich zitiere, so unbedenklichen Techniker- und Ingenieursempfindsamkeit. Daraus macht dann Oswald Spengler seine unerhört nietzscheanisch klingende Untergangsromantik des von keinen Rücksichten gezügelten modernen Konstrukteurs. Aber im Kontrast zu Spengler fällt umso stärker auf, wie zurückhaltend Nietzsches Urteil über die Technik und ihre Zukunft ist. Das hat, so glaube ich, seinen Grund in einem durch die Vertrautheit mit der Antike umfänglich gesättigten Wissen von der alles tragenden und in allem wirksamen Gegenwart der Technik. Davon spricht Nietzsche in einer Notiz im Vorfeld der Geburt der Tragödie, wenn er eben das als das Wunderbare jener ganzen Entwicklung der griechischen Kunst darin sieht, dass der Begriff, das Bewusstsein, die Theorie noch nicht zu Worte gekommen waren und dass alles, was der Jünger vom Meister lernen konnte, sich auf die Technik bezog. Zitat Ende. Hier ist die Technik dasjenige,
was der Kultur ganz offenkundig zugrunde liegt. 2 Jahre später, im 2. Vortrag über die Zukunft unserer Bildungsanstalten, wird über die allerzarteste Technik, die es in einer Kunst geben kann, das sind Formulierungen Nietzsches, nämlich auf die Technik der Bildung Bezug genommen. Das ist zwar eine beiläufige Bemerkung, aber sie passt zu dem Urteil, das Nietzsche über den Zusammenhang von Kultur, Kunst, Wissenschaft und Technik hat. Nietzsche weiß überdies, dass die Technik mindestens zu allem gehört, was den Namen des Lebens verdient. Aus seinen Vorstudien zur dann nicht mehr geschriebenen Dissertation weiß er natürlich auch, dass er damit Kants Auffassung folgt. Ein Nachhall seiner Studien zur Teleologie bei Kant, so sollte diese Dissertation vielleicht heißen, könnte sein, dass er sich wiederholt von denen abgrenzt, die davon nichts wissen, welchen Zusammenhang es zwischen Leben und Technik gibt. Und so lobt er Eugen Düring für sein umfassendes Verständnis der Natur. Wer dieses Verständnis nicht aufbringe, müsse auch den Zusammenhang zwischen Technik und Natur verleugnen. Für Nietzsche gehören, so sagt er es an einer anderen Stelle, die Natur, die Technik, die Geschichte, die Kunst, die Wissenschaft zusammen. Einer der schönsten Belege für dieses weite Verständnis findet sich in einer Bemerkung über Wagner, dem er mit Blick auf die Meistersinger attestiert, in ihnen sei, ich zitiere, das Gelehrtenhafte tiefsinnig überwunden und in instinktive Technik verwandelt. Und wie weit diese Aussage geht, zeigt der Nachsatz, diese Technik belebt den Mythos wieder. Die Konsequenz aus dieser Einsicht wird von Ernst Cassirer gezogen, der Nietzsche mit Rücksicht auf seinen nicht nur Kant, sondern auch seinem jüdischen Glauben verpflichteten Lehrer Hermann Cohen nie zitiert, aber der ihn ganz genau kennt. Aber in seiner Philosophie der symbolischen Formen exponiert er das von Nietzsche unterstellte enge Verhältnis von Technik und Mythos und macht daraus 10 Jahre später in einem Platon, Kant und Hegel ungenannt herbeizitierenden Aufsatz über Form und Technik. Form und Technik, weiter kann man sozusagen einen Titel überhaupt nicht spannen. Eine Geist, Kultur, Kunst und Wissenschaft fundierende Theorie der Technik. Cassirer erkennt die Technik ganz im Sinne der wiederholten Notizen Nietzsches als etwas an, das die Rolle der Gestaltung ermöglicht. Technik ist in allem, also man kann eigentlich kaum sich eine Äußerung vorstellen, die metaphysischer ist als die, die jetzt kommt von Cassirer. Ich weiß natürlich, dass ich etwas Unmögliches sage, indem ich das auch noch steigere, aber es ist eine metaphysische Bemerkung, die vollkommen unscheinbar daherkommt, dass die Technik in allem, was Form gewinnt, eine Erkenntnis ist, die sich zwar nicht ausdrücklich bei Nietzsche findet, auf die aber alles auch bei ihm zuläuft, wenn wir seine aufmerksame Wahrnehmung der Rolle der Technik in allen ästhetischen Produktionen und Reproduktionen im alltäglichen Leben, wie auch in den Methoden des Denkens und Wissens hinzunehmen. Die Methoden des wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens sind Nietzsche spätestens mit seinem eigenen Eintritt in die philologische Forschung als Techniken sehr bewusst. Ob er eine vergleichbare technische oder wenigstens technikanaloge Organisation des Bewusstseins annimmt, erfahren wir von ihm nicht. Wir können es nur vermuten, dass er ähnlich wie bei der Grammatik des Sprechens oder in seiner Überzeugung von einer geschichtlichen Ausbildung der Logik zugrunde liegende Techniken annimmt. Wer, wie Nietzsche es tut, selbst die Ethik für eine, das ist eine antike Einsicht, aber er formuliert das in einer provozierenden Weise so, die Ethik als eine Technik der Lebensbewältigung ansieht und den Umgang mit Wahrheit und Lüge für raffinierte Dispositionen ansieht, der unterstellt, dass er mit diesen Verfahren eine entlarvende Soziologie und Psychologie betreiben kann und auch noch in diesem Verfahren selbst als Wissenschaftler eine Technik anwendet.
Wir können also nur vermuten, dass er auch das Prozedere des Bewusstseins als nichts anderes ansieht, das wir im technischen Sinne verstehen kann, oder um es direkter zu sagen, dass auch hier Mechanismen der Assoziation und der Kombination wirksam sind. Doch wie gesagt, hier gibt uns Nietzsche keinen expliziten Hinweis auf technische Mechanismen in der Sphäre des bewussten Lebens. Dass hier allerdings die immer auch technisch zu fassende Organisation des Leibes eine fundierende Rolle spielt, dürfen wir in der Tat annehmen. Denn es kann nicht bei der einst vom sagenhaften Theseus eingesetzten Technik der Orientierung in einem Labyrinth bleiben, wenn Nietzsche mit dem Übergang in die 80er Jahre davon zu sprechen beginnt, man müsse am Leitfaden des Leibes. Also ich habe an Theseus erinnert, weil Sie sehen sollen, dass dahinter eine Technik war, da wieder rauszufinden aus dem Labyrinth. Insofern ist auch die Rede vom Leitfaden des Leibes natürlich technisch bestimmt. Die Aufmerksamkeit für leibliche Zustände, der philosophische Rang, den die Beachtung von Krankheit und Genesung haben, die Gewichtung der Gefühle oder die weitreichende Einsicht, dass wir im Blick sowohl auf uns wie auch auf andere stets nur auf, für mich in den letzten Monaten ein ganz zentraler Begriff geworden, nur geglaubte Motive haben. Fröhliche Wissenschaft, Herr Kaufmann. Nur geglaubte Motive haben. Das setzt schon für sich eine Disziplin voraus, die sich nur in einem affektiv und intellektuell gut ausgestatteten Werkzeugkasten sozusagen in Erkenntnis umsetzen lässt. Schließlich haben wir Zarathustras große Rede, und ich unterstreiche dieses große, die große Rede von den Verächtern des Leibes, den er in rhetorischer Übertreibung vor Augen zu führen sucht, diesen Verächtern, dass ihr Leib alles ist, während selbst Verstand und Vernunft nur dessen, auch das ist Technik, meine Damen und Herren, nur Spielzeuge sind, mit denen sich der Leib zusätzliche Lust verschafft. Das ist starker Tobak, mit dem er, wie ich gleich noch mit Nietzsches Beistand zeigen werde, also eher Zarathustra zeigen werde, weder dem Selbst noch der Vernunft gerecht wird. Klar aber ist, dass der Leib seine Techniken hat, mit denen er seine offenbar allein aus ihm selbst stammenden intellektuellen Kapazitäten einen begrenzten Freilauf gibt, wie Zarathustra sagt, am Gängelband. Auch das ist eine Technik, die wir heute vielleicht durchaus uns wenigstens noch vorstellen können, wenigstens in Form der Hundeleine. Am Gängelband, das war eben das, was man damals den Kindern anlegte, und was durchaus etwas Technisches ist, das wird ja heute stark empfunden, und Hunde laufen ja heute längst nicht mehr am Halsband, sondern die haben ein ganzes ledernes Leibchen am Lack, damit also dieses technische Gerät ihnen auf keinen Fall irgendetwas zufügt. Wir können, meine Damen und Herren, also gar nicht anders, als die Rede von der großen Vernunft des Leibes als Ausdruck einer organisch-technisch Vision von der integrativen Einheit von Leib, Seele und Vernunft zu verstehen. Zu schade, dass sie die Potenzen des Leibes überschätzt und die letztlich entscheidende Funktion des Bewusstseins verkennt. Ich würde es gar nicht wagen, eine solche Aussage vor Nietzsche-Kennern zu tun, wenn sie sich nicht mit der weitreichenden Überlegung Nietzsches absichern ließe. Und auf diese weitreichende Überlegung will ich jetzt im zweiten Teil, und das ist schon im absteigenden Teil meiner Rede, damit Sie wissen, dass ich so lange auch wiederum nicht rede, dann der Fall, wo von Nietzsches Bewusstseinstheorie die Rede ist. Der zweiten Auflage der Fröhlichen Wissenschaft hat Nietzsche ein fünftes Buch hinzugefügt, in dem er sich unter der Ziffer 354 einen Aphorismus erlaubt, der von ihm den Titel bekommt zur Genesis der Gattung. Genesis der Gattung wird von ihm selbst
apostrophiert, verzeihen Sie, und zeigt eine doppelte Distanzierung an. Mit der Gattung soll nichts Höheres, schon gar keine humanistisch sich dünkende Menschheit verstanden werden. Der Begriff bezeichnet nicht mehr als die Spezies, die auf das Leben in einer Herde angewiesen ist. Ein Ausdruck, den Nietzsche liebt. Und Genius ist eine sich vornehmlich in der Ästhetik haltende, seit der Antike gebräuchliche Kennzeichnung des sich in begabten Individuen produktiv äußernden menschlichen Geistes. Vom Genius der Gattung handelt also nicht von der Entfaltung produktiver Individualität, sondern im Gegenteil von einer zusätzlichen Einbindung der Individuen in die menschliche Herde. Man soll von vornherein wissen, dass es nicht um die Freisetzung kreativer Schaffenskraft von Individuen oder von einzelnen Leibern, so müsste ich ja eigentlich sagen, geht, schon gar nicht um die befreienden Aussichten, die sich der Menschheit unter Anleitung eines Genius bieten. Genius der Gattung meint das Gegenteil, und das ist in diesem Fall nur das Bewusstsein. Bewusstsein ist die offenbar bei allen Angehörigen einer solchen Gattung, wir sagen heute großzügigerweise Gesellschaft, ungefähr gleich verteilte Fähigkeit, sich mit seinesgleichen in Beziehung zu setzen. Über das Bewusstsein kann jeder mit jedem in Verbindung stehen. Dadurch wird es für Nietzsche zur nivellierenden Kraft schlechthin. Das müssen Sie sich auch jetzt bei meinem ja irgendwie doch bewusst gehaltenen Vortrag klar machen. Ich nivelliere auch durch das, was ich mit Bewusstsein sage, und schließe sie sozusagen auf einem Niveau an, das ich nur zufälligerweise durch die Lektüre erreicht habe. Mit dieser abschätzigen Bemerkung der nivellierenden Kraft, eine Bewertung der kulturellen Folgen des Bewusstseins, muss man, das macht mein Zusatz schon klar, nicht einverstanden sein. Gleichwohl kann man die von Nietzsche auf zwei Druckseiten umrissene Leistung des Bewusstseins als nicht nur aufschlussreich, sondern als außerordentlich vielversprechend ansehen. Denn man kann darin die ersten Schritte zu einer Descartes cogito definitiv verabschiedenden sozialen Phänomenologie des Bewusstseins ausmachen, die einen beachtlichen Fortschritt in der Theorie des Geistes verspricht. Diese Perspektive rechtfertigt es, Nietzsches Überlegungen ausführlich vorzustellen. Einige der Fragen, die Zarathustras Rede über die große Vernunft des Leibes aufwirft, werden hier einer Antwort näher gebracht. Zugleich aber wird deutlich, wie abwegig Zarathustras Unterwerfung von Sinn und Geist unter das Diktat des Leibes ist. Also vom Gängelband kann hier keine Rede mehr sein. Die im späten Eintrag zur fröhlichen Wissenschaft von Nietzsche umrissene soziale Verfassung des Bewusstseins ließe sich gar nicht verstehen, wollte man Sinn und Geist eben diesem Diktat des Geistes unterstellen. Denn schon der Nachvollzug ihrer jeweiligen Leistung lässt unabhängig von der Theorie, in die man sie einbettet, erkennen, dass sie beide für das Verstehen im sozialen Zusammenhang geschaffene Bedeutungseinheiten sind, die jede für sich über ein Selbst und den jeweiligen Leib verbunden sind. So sehr sie dem einzelnen Leib, dem sie vermittelt über das Selbst angehören, zugerechnet werden müssen, so offenkundig ist es, dass es zu ihrer Leistung erst im Kontext gesellschaftlicher Verständigung kommt. Die Leistung des Bewusstseins wird verkannt, wenn man es, wie Zarathustra sagt, als das bloß ausführende Instrument des über sein Selbst verfügenden Leibes versteht. Es muss im Gegenteil als das Medium erkannt werden, in dem viele durch ihr selbst repräsentierte Leiber gemeinsame Überzeugungen erlangen können. Es sind zwar stets die Einsichten, Ansichten und Erwartungen von Individuen, die über ihr selbst gemeinsame Auffassungen und Überzeugungen bilden, aber zwischen ihnen gibt es nach den immer auch auf den Sinn und den Geist bezogenen, das heißt einsichtigen Regeln, auch hier Technik, erfolgende Abstimmungen. Sie machen überhaupt erst den ernsthaften Sinn
einer Rede aus, weil sie in einem regelhaften Zusammenhang, etwa des Sprechens, stehen. Die Regeln aber wären weder nötig noch möglich, wenn sie nicht etwas bewirken könnten, das sowohl für den gesellschaftlichen Zusammenhang wie auch den über ihr selbst partizipierenden Individuen als sozialer Vorteil erschienen. Man kann also durch die bloße Reflexion auf die jeweiligen Leistungen von Sinn und Geist darauf kommen, dass ihre Funktion nur interindividuell zu verstehen ist. So scheint es auch Nietzsche ergangen zu sein. Und es spricht für ihn, dass er dies auch an einer Stelle seines Werkes in eindrucksvoller Klarheit zum Ausdruck bringt. Und das geschieht in den nachfolgenden Partien des Aphorismus 354 der Fröhlichen Wissenschaft, der ich mich jetzt nun wirklich abschließend einer genaueren Betrachtung zuwende. Der Aphorismus setzt mit der spekulativen Frage ein, wozu das Leben überhaupt Bewusstsein brauche. Er verschärft die Frage augenblicklich, indem er ein Verständnis des Bewusstseins unterlegt, das zwar irgendwie nahe liegt, aber alles andere als selbstverständlich ist. Nietzsche begreift es als Spiegel, in dem das, was aus dem Lebenszusammenhang Bedeutung für einen Organismus gewinnt, sich vor dessen inneren Auge wiederholt. Nietzsche nimmt also die verbreitete Rede von der Vorstellung wörtlich und versteht sie als Verdoppelung einer gegebenen Realität im Inneren eines Lebewesens. Dass er bei dieser Veranschaulichung eben das zu Hilfe nimmt, was er mit dem Beispiel ad absurdum führen will, muss kein Grund sein, ihm einen Selbstwiderspruch vorzuwerfen. Die zu Hilfe genommene und im gleichen Atemzug verworfene Rede vom Spiegel illustriert ja nur die Schwierigkeiten, die mit jeder Rede vom Bewusstsein verbunden sind. Sie haben ihren einfachen Grund darin, dass man ihm nicht, dem Bewusstsein, nicht in den Rücken sehen kann. Wann immer man sagen möchte, wie das Bewusstsein arbeitet, wie es angefangen hat, zu was es befähigt und was ist, wenn es etwa ausfällt, hat man entweder gerade das, worum es geht, zum Einsatz gebracht oder aber verloren. Gleichwohl ist deutlich, was Nietzsche überwinden möchte, nämlich die Auffassung, Bewusstsein könne tatsächlich ein solcher Spiegel sein, ein Organ der Repräsentation. Sein Einwand lautet, das ganze Leben wäre möglich, ich zitiere jetzt aus der Fröhlichen Wissenschaft, ohne dass es sich gleichsam im Spiegel sähe. Wie ja tatsächlich auch jetzt noch bei uns, der bei weitem überwiegende Teil dieses Lebens sich ohne diese Spiegelung abspielt. Und zwar auch unseres denkenden, fühlenden, wollenden Leibes, so beleidigend dies einem älteren Philosophen auch klingen mag. Zitat Ende. Ich lasse offen, ob Nietzsches Aussage für ältere Denker tatsächlich so beleidigend gewesen wäre und wende mich nur einfach der Frage zu, die den weiteren Gang der Überlegung bestimmen. Ich zitiere, Sie kennen das ja jetzt eigentlich schon an der Hinleitung, zitiere wörtlich, wozu überhaupt Bewusstsein, wenn es in der Hauptsache überflüssig ist? Großartige Frage. Wozu überhaupt Bewusstsein, wenn es in der Hauptsache überflüssig ist? Trotz der kühnen Behauptung im rhetorischen Beiprogramm der Frage versucht dann Nietzsche mit experimenteller Vorsicht sich an einer neuen Antwort auf eben diese Frage. Sie ist von weitreichender Bedeutung und könnte in der Lage sein, das Denken auch ohne den Umweg über einen der Wahrheit verpflichteten Gott aus der Isolation des Cogito herauszuführen. Gegen Descartes behauptet Nietzsche, die Feinheit und Stärke des Bewusstseins stehe im, und jetzt kommt das entscheidende Wort, stehe im Verhältnis zur Mitteilungsfähigkeit eines Menschen oder Tiers. Und das ist der entscheidende Punkt, Mitteilungsfähigkeit des Menschen oder Tiers. Bewusstsein ist also die Fähigkeit zur Mitteilung, die, um keine Verwechslung mit dem von Nietzsche wiederholt lächerlich gemachten Vermögen aufkommen zu lassen, einer Mitteilungsbedürftigkeit von Mensch und Tier korrespondiert.
Und so fügt Nietzsche die gesperrt gesetzte Vermutung hinzu, das Bewusstsein habe sich überhaupt nur, ich zitiere, überhaupt nur unter dem Druck des Mitteilungsbedürfnisses entwickelt. Mit dieser Vermutung scheinen alle Warnungen vor der Überschätzung des Bewusstseins vergessen. Sie mögen zwar für das Leben überhaupt weiterhin berechtigt sein, gelten freilich auch für die zahllosen unbewussten Vorgänge im Menschen, doch in der ausdrücklichen Beziehung, wie Nietzsche sagt, zwischen Mensch und Mensch, insbesondere in den Nietzsche stets wichtigen Relationen von Befehl und Gehorsam, ist an der Unverzichtbarkeit der Mitteilungsfähigkeit nicht zu zweifeln. Und so folgen mindestens zwei weitere Thesen, bei denen kein Leser den Eindruck haben wird, Nietzsche spreche hier weiter nur von Vermutungen. Ich zögere daher nicht, von grundlegenden Einsichten zu sprechen, die in der Lage sind, das Denken dauerhaft aus der Einsamkeit des kartesischen Cogito zu befreien, um es auf einen theoretisch, wie ich glaube, gut gesicherten Weg zu bringen, dem, wie ich allerdings auch glaube, Platon und Kant durchaus vorgearbeitet haben. Der erste Schluss, den Nietzsche aus seiner Mutmaßung zieht, betrifft die Natur des menschlichen Bewusstseins. Es sei, so heißt es bündig, eigentlich nur, und das ist jetzt nichts, was ich im Text arrangiere, ich zitiere wörtlich, eigentlich nur ein Verbindungsnetz zwischen Mensch und Mensch. Netz. Wir sagen heute nicht mehr Netz, sondern wir sagen Net. Aber wir meinen Netz. Es sei also, ich zitiere noch einmal, eigentlich nur ein Verbindungsnetz zwischen Mensch und Mensch. Als das auf Hilfe und Schutz angewiesenste, gefährlichste Tier braucht der Mensch seinesgleichen. Er muss, ich zitiere, um seine Not auszudrücken, sich verständlich zu machen wissen. Und dazu, Zitat, hatte er zuerst Bewusstsein nötig, denn, so folgert Nietzsche, nicht ohne die Ausdrücke, auf die es ihm ankommt, in Anführungszeichen zu setzen, der einzelne Mensch musste ja wissen, was ihm fehlt, musste wissen, was ihm wie ihm zumute ist und musste auch wissen, was er denkt. Eigentlich hätte nunmehr Nietzsche wirklich wissen müssen, dass die Philosophen ohnehin nur unter eben dieser Einschränkung vom Wissen sprechen. Folglich hätte er sich seine unablässige Polemik gegen das Wissen sparen können. Außerdem hätte er wenigstens hier sagen müssen, dass menschliches Leben zwar ohne den Spiegel des Bewusstseins auskommt, aber nicht ohne die Befriedigung des Mitteilungsbedürfnisses. Aber was ist ein Spiegel an der Wand oder in einer glatten Wasseroberfläche anderes als die mögliche Vorwegnahme der Urteile anderer? Und insofern auch wiederum, auch wenn man sich selbst ansieht, doch immer nur eine Form der Mitteilung, eine Befriedigung zumindest des Mitteilungsbedürfnisses. Auch mit dem sich unmittelbar anschließenden zweiten Schluss löst sich Nietzsche von Voraussetzungen, die seine triviale Kritik an der Wahrheit vom Anfang bis Ende verpflichtet war. Denn mit dieser Kritik ist er stets darüber hinweggegangen, dass in der Philosophie selbstverständlich auch mit Blick auf die Vorgänge des Erlebens zwischen unbewussten und bewussten Vorgängen unterschieden wird, wie hätte anders über Gedankenlosigkeit, Vergessen, unwillkürliche Bewegungen oder Träume gesprochen werden können. Nun aber greift Nietzsche eben diese Unterscheidung auf und grenzt Unbewusstes und bewusstes Denken voneinander ab. Und mit einem Mal sieht er eine Entdeckung darin, dass nur das bewusste Denken in Worten geschieht. Also bindet er das bewusste Denken an das absichtlich gesprochene Wort, wie er sagt. Und dieses absichtlich gesprochene Wort nennt er, jetzt sage ich mal etwas lax, Technik, ich höre dir trapsen, setzt er das Wort Mitteilungszeichen. Die bewusst gesetzten Worte sind somit nichts als Zeichen, die zu keinem anderen Zweck
als dem der Verständigung zwischen den Menschen dienen. Die Zeichen, so meint Nietzsche, werden von den Menschen erfunden. Sie haben somit keine verbindliche Beziehung zu dem, was sie letztlich bezeichnen. In metaphysischer Hinsicht gibt es zwischen den Zeichen und der durch sie bezeichneten Realität tatsächlich keine Wahrheitsrelation. Aber es ist ratsam, gegenüber der These von der Erfindung doch sehr skeptisch zu bleiben, denn die Sprache ist gewiss nicht durch Willkür in die Welt gekommen. Aber zwischen den Zeichen gibt es gewiss Korrelationen, die sich als gleich oder verschieden, als entsprechend oder nicht entsprechend ansehen lassen und sich damit auch unter Wahrheitsansprüche bringen lassen. Vor allem aber müssen sie in der Lage sein, im Interesse ihrer Urheber bestimmt und im Fall eines Zweifels eindeutig zu sein, wenn auch nur durch den Kontext, in dem sie stehen. Also muss ihr Gebrauch als wahr oder falsch bewertet werden können. Sie fordern somit zumindest die Wahrheitsfrage heraus. Doch darauf geht Nietzsche hier leider nicht ein. Ihm genügt die Mitteilungsleistung des Bewusstseins und sie wird von ihm in kaum zu überbietender Weise akzentuiert. Und die schließt ein, dass ein auf Mitteilung ausgerichtetes Bewusstsein ursprünglich auf andere bezogen ist, denen es sich mit diesen Zeichen verständlich macht. Heute klingt das wie eine Selbstverständlichkeit und schon Leibniz, Wilhelm von Humboldt oder Nietzsches Zeitgenosse Peirce hätten darin nur eine Bestätigung ihrer Ansichten gesehen. Für Nietzsche aber liegt darin, wie er selbst sagt, eine Entdeckung, mit der er sich weit von Positionen entfernt, die noch heute viele seiner Anhänger für die Quintessenz seines Denkens halten. Überdies muss man sehen, dass Nietzsche seinem Zarathustra widerspricht, der das Bewusstsein in die alleinige Verfügung des einzelnen Leibes zu stellen sucht. Nietzsche selbst vermag aber nur zu sagen, dass der zeichenerfindende Mensch zugleich, wie er sagt, der immer schärfer seiner selbstbewusste Mensch ist und dass er eben darin nicht primär dem eigenen Leib oder dem eigenen Ich, sondern der Gesellschaft verpflichtet ist, unter deren Konditionen er sich verständigen kann. Erst, zitiere, als soziales Tier lernte der Mensch seiner selbst bewusst zu werden. Das ist der Punkt, den ich am Anfang meinte, dass hier, wenn das so ist, wie er sagt, völlig unmöglich ist, das Bewusstsein nur zu rekonstruieren durch Blick auf sich selbst, allein in der subjektiven Relation des Individuums auf sich. Damit dürfte es auch für Nietzsche nicht mehr möglich sein, sein Bewusstsein als in der Hauptsache überflüssig anzusehen. Und so schließt die Überlegung zu einer bloßen, noch einmal Vermutung, mit den folgenden Worten ab. Mein Gedanke ist, dass das Bewusstsein nicht eigentlich zur Individualexistenz des Menschen gehört, vielmehr zu dem, was an ihm Gemeinschafts- und Herdennatur ist. Also wird der Mensch in allen Bemühungen, sich selbst so individuell wie möglich zu verstehen, sich selbst zu kennen, doch immer nur das aussagen können, was sich in Zeichen ausdrücken lässt. Ob Nietzsche damit die Möglichkeit ausgeschlossen hat, der Mensch könne auch seine Individualität nur zum Ausdruck bringen, indem er sich eben auf bloß Allgemeines bezieht und gar nichts mehr Wirkliches über sich selbst sagt, lasse ich offen. Ich frage auch nicht danach, was wir über Nietzsche sagen können, wenn es ihm selbst gar nicht möglich gewesen wäre, selbst etwas höchst Individuelles, das wir Nietzsche zuschreiben, hätte zum Ausdruck bringen können. Aber sicher scheint mir zu sein, dass ich und selbst sowie das mit ihnen verbundene Bewusstsein niemals bloß am Gängelband des Leibes laufen können, sondern dass sie Ausdruck der sozialen Natur des Menschen sind, der sich mithilfe des technischen Mittels, so kann ich auch schärfer sagen, Hilfsmittels der Zeichen, über das mitteilend verständigen können, dass ihm die Bewältigung oder der Mensch sich verständigen kann, dass ihm die Bewältigung von Problemen
ermöglicht. Von Problemen, die sich ihm überhaupt nur, das ist jetzt meine Zutat, überhaupt nur als technische, für sein letztlich auch immer nur im Ganzen als ein technischer Zusammenhang zu begreifendes Leben stellen. Damit, meine Damen und Herren, schließt sich der Funktionskreis der Technik in einer komplexeren Technik, die wir mit größter Hochachtung Kultur zu nennen vermögen. Oder wo wir uns wenigstens angewöhnt haben, Kultur zu sagen. Die Kultur entfremdet uns jedoch von der Natur keineswegs. Und schon gar nicht dadurch, dass sie die Techniken des Lebens auf eine von uns als höher empfundene Stufe hebt, sodass wir uns auf eine menschliche Weise verständigen können. Die Kultur ist ebenso wenig wie die Sprache, das Bewusstsein oder der Geist, das andere der Natur, sondern vielmehr lediglich, wenn ich das so sagen darf, eine komplexere Form der Natur. Wenn Nietzsches Zarathustra dieses komplexere Moment in der Kultur, das sie aus der Natur aufnimmt, wenn er dieses komplexere Moment in den Ausdruck von der großen Vernunft des Leibes bringen wollte, dann, meine Damen und Herren, stehe ich ganz auf seiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.